Alle Waldläufer bilden eine starke spirituelle Bindung mit einer einzigen Kreatur, ihrem tierischen Gefährten. Diese Bindung erlaubt es Waldläufern und ihren Gefährten, Angriffe zu koordinieren und ihre Beute wirksam zu besiegen. In den meisten Situationen greift der Waldläufer aus der Ferne an, während ihm der Gefährte den Rücken frei hält. Trotz dieser Vorteile hat diese Beziehung auch Risiken. Waldläufer sind buchstäblich bis ans Lebensende mit ihren tierischen Gefährten verbunden. Wenn einer verwundet ist, kann der andere es wahrnehmen und tiefen emotionalen Schmerz spüren. Wenn ein Waldläufer oder ein tierischer Gefährte bewusstlos geschlagen wird, erleidet der Partner verbundene Trauer, was Genauigkeit und andere Werte beeinträchtigt, bis der besiegte Verbündete wiederbelebt wird. Wenn jemals ein Waldläufer getötet wird, stirbt der tierische Gefährte sofort aus Trauer. Tja, so kann es gehen. Reichweite 6 Meter, okay. Passt. Dann können wir unserem tierischen Gefährten auch noch einen Namen geben. Nennen den jetzt einfach mal Wenzel. Und dann können wir die ersten Punkte verteilen. Und zwar gibt es wieder 6 Eigenschaften. Macht, Verfassung, Gewandtheit, Wahrnehmung, Intelligenz und Entschlossenheit. Und man sieht hier schon an den Sternen, da werden schon bestimmte Eigenschaften empfohlen. Die goldenen Sterne hier, Macht und Wahrnehmung, sind für Waldläufer ganz wichtig. Die silbernen, Gewandtheit und Intelligenz, mittelwichtig. Und Verfassung und Entschlossenheit können wir erstmal ein bisschen ignorieren. Das heißt, da wir ja in Macht ziemlich wenig Punkte haben, werden wir jetzt erstmal hier oben ziemlich viele Punkte reinhauen. Und hier drüben sieht man auch schon die Punkteskala. Schwach bis 5, Durchschnitt bis 10, 15 stark und 20 unglaublich mächtig. Wir gehen mal auf 16, genauso hier bei Wahrnehmung. Dann haben wir noch 4 Punkte zu verteilen. Und ich würde sagen, dann machen wir hier 2 und hier 2 und dann sind die alle schön verteilt. Hallo Bruder Jim! Gut. Und mehr haben wir leider nicht. Mit dem müssen wir jetzt auskommen. Dann müssen wir uns entscheiden, woher wir kommen. Je nachdem, welchen Punkt wir hier auswählen, bekommen wir nochmal hier unten Punkte. Und wir werden hier das Land der Lebenden wählen für plus 1 Macht, damit wir etwas mehr Schaden machen. Dann kommen wir quasi auf 17. Jetzt hat er es eh schon aktualisiert, weil ich das hier gewählt habe. Genau, das müsst ihr hier unten auch noch stehen, genau, 17 und mehr Schaden ist ja nie verkehrt. Dann können wir uns noch aussuchen, was für einen Beruf wir hatten, Kolonist, und jede dieser Berufsarten hat natürlich wieder eigene Eigenschaften. Kolonist, Landstreicher, Erforscher, Jäger, Arbeiter, Söldner, Kaufmann und Wissenschaftler. Ich würde fast sagen, wir gehen auf Jäger. Das bietet sich ja richtig an. Wir haben dann plus 1 Überleben, plus 1 Mechanik fürs Entschärfen von Fallen und Schlössern und Alchemie halt auch wieder. Ich bin mir noch nicht sicher, für was wir Alchemie brauchen, aber hey, die anderen 2 Punkte sind ganz in Ordnung. Gut, dann können wir uns noch verfügbare Waffenarten aussuchen. Natürlich gehen wir hier auf den Bogen und soweit ich gesehen habe, ist das nur dafür da, dass wir quasi so eine passive Eigenschaft für diese Waffenart dann nutzen können. Und es gibt jetzt keinen Abzug, wenn wir zum Beispiel mit der Armbrust schießen. Wir können halt dann nur einen passiven Bonus nicht nutzen, das ist das Einzige. Aber wir wählen mal die beiden Bogen, einmal Jagdbogen, einmal Kriegsbogen. Ich denke mal, das sind die Waffen, mit denen wir dann auch kämpfen. Ja, dann sind wir eh schon fast am Ende jetzt angekommen. Wir können uns noch ein Porträt aussuchen. Es gibt leider nicht viel Porträts. Das ist echt schade. Ich hätte gehofft, das ist jetzt im zweiten Teil ein bisschen besser. Aber das sind so wenig Porträts. Gerade jetzt zum Beispiel hier beim Orleaner. Da sind jetzt, wo ist er denn? Da sind jetzt gar keine. Hier, da ist er. Da gibt es gerade mal 3 männliche Porträts hier. Ist ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr erhofft. Vor allem, weil ich glaube, die Community hat im Voraus schon jede Menge Porträts gemalt. Und vielleicht hätte man da was machen können, dass man da die einfach noch mit einbinden lässt oder so. Ich kann ja auch kein Bild hochladen. Das ging sogar bei Baldur's Gate mal, aber hier leider nicht. Also wir nehmen den hier. Der sieht mir zu grimmig aus, der sieht mir zu behaart aus. Und der sieht aus wie ein kleiner Waldläufer. Das passt, dann müssen wir natürlich noch die Farben anpassen.
Wobei das wahrscheinlich mittlerweile eh schon wurscht ist, weil irgendwann haben wir dann eine Rüstung an und tragen Kopfschutz. Da achtet kein Mensch mehr drauf. Aber zu Anfang müssen wir das halt festlegen. Die Kleidungsfarben machen wir so wie hier im Bild. Blau und ein bisschen orange. Man sieht schon, die Hose verfärbt sich. Hier oben aber unsere Weste komischerweise nicht. Und hier unser Hemd hat sich auch blau verfärbt. Können wir das umgekehrt mal machen? Nö, so. Gefällt mir besser. Machen wir es so. Dann die Hautfarbe, da müssen wir nicht viel machen. Das ist eh schon ziemlich bleich momentan. Können wir noch ein bisschen bleicher machen. Und da gibt es auch noch eine sekundäre Hautfarbe. Oh. Ein bisschen zu bunt. Machen wir es mal nicht so ganz hell. Dann die Haare. Die Haarfarbe, der hat ja auch blaue Haare. Jetzt sehe ich es erst. Yeah. Der hat ja auch blaue Haare. Wir machen das mal ein bisschen dezenter. So. Dann können wir noch einen Kopf wählen. Keiner schaut eigentlich so aus wie im Bild hier. Sieht aus wie eine Katze. Hm. Wir nehmen mal den Rabiaten hier. Wir haben schon viel erlebt als Waldläufer. Und deswegen haben wir auch schon die eine oder andere Wunde. Kein Mensch schaut sich das in einer Stunde mehr an, ne? Ich meine ja nur. Aber trotzdem, es ist wichtig. Und dann können wir uns noch schöne Frisuren aussuchen. Oh, eine Vollglatze. Bisschen mehr Haare. Was ist das denn? Haben wir ja hier durchsichtiges Haar. Stuntman M1KI, vielen Dank für dein Folgen. Ich habe die Alerts ausgeschaltet. Meld dich doch im Chat mal. Schreib mal Hallo. Was ist denn mit den Haaren? Die sitzen hier irgendwie alle so komisch drauf. Ist das richtig? Die sitzen jetzt wieder einigermaßen okay. Das passt auch. Ich hätte gern so eine Struppelfrisur. Nicht hier sowas Gelacktes. Gott, oh Gott. Nee. Das sind dann eher die Frauenfrisuren hier. Oh. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, wobei mir die noch ein bisschen zu gerade sind. Ich will Struppel. Na gut, oh Gott. Es wird ja immer schlimmer. Na gut, wir werden mal mit der Standardfrisur gehen. Ich glaube, die war irgendwo hier oben. Die sieht doch ganz gut aus. Auch wenn wir hier irgendwie, keine Ahnung, da haben wir so einen Abstand dazwischen, aber okay. So, dann können wir noch eine Stimme. Was? Bin gleich mit dem Stream fertig, bis ich anfange. Wir sind jetzt hier erst eine Dreiviertelstunde da. Mensch, da muss man sich schon Zeit lassen. Ich werde mich heute nicht stressen lassen. Ich mache das ganz in Ruhe. Wir werden bestimmt noch 2-3 Stunden hier sitzen. Und das in aller Ruhe durchgehen. Von daher, kein Stress. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier für Stimmen haben. Die haben alle in der Closed Beta nicht so wirklich funktioniert. Quick and quiet. Need a hand? Ja. I'll lead the way. No prisoners. They won't see me coming. They won't see me coming. Well. Not a sound. Hm? Nee, wir sind nicht gütig. Show them how it's done. Yeah, wir sind lässig. I'll take a peek. I got this. I got this. Er passt irgendwie nicht zu dem Charakter. Silence around me. Yes? Das hört sich gut an. Charge. Easy now. Das hört sich nach Zwerg an. Keeping quiet. Hm? After him. My eyes are peeled. Du hast keinen Unterschied in der im Sprechen. Halt das nicht jetzt hier mit dem Mikrofon im Sitzen. Ja. Yeah. I've got this. Oh, wir können auch keine wählen. Ich würde jetzt fast sagen, entweder... Nee. Was war denn das? Let's keep quiet. Yes? Leading the way. Stand together. Quietly now. Ja, ich glaube, wir nehmen die Gütige. Auch wenn wir nicht gütig sind. Die anderen hören sich so... Yeah. Ah, nee. Als kleiner Orleaner haben wir halt kein so mächtiges Organ und haben natürlich eine gütige Stimme.
Und dann können wir noch eine Pose wählen. Ich bin mir nicht sicher, für was die Pose ist. Ich glaube, das ist so die Idle-Animation, wenn nichts zu tun gibt. John, vielen Dank für dein Abo. Ich habe die Alerts ausgeschaltet, aber du kannst dich ja mal im Chat melden. Das würde mich freuen. Ganz minimal hört man das. Rechtfertigt nicht, dass du da 3 Stunden stehst. Mittlerweile bin ich es gewöhnt. So, was können wir denn hier wählen? Eine heroische Pose. Eine gebückte Pose. So stehe ich immer beim Stream da. Gaunerhaft. Frech. Stoisch. Mürrisch. Das wäre Quatsch. Ich würde sagen, keine Ahnung. Frech. Das sieht ja blöd aus. Da drückt er die Hüfte so raus, so komisch. So steht quasi ein durchschnittlicher Mensch, offenbar. Laut Obsidian. Ich nehme hier die verschränkten Arme, damit ich mit keinem reden muss. Dann sieht jeder gleich, oh oh, den werden wir nicht anreden. Gut, dann sind wir soweit durch, denke ich mal. Ich hoffe, wir haben ja alles richtig gemacht. Dann können wir noch einen Namen vergeben und als Namen wissen wir natürlich schon, welchen wir nehmen werden. Dann können wir uns nochmal alles anschauen. Das passt auch alles, denke ich mal. Ich werde da einfach mal auf Spiel vertrauen. Wir haben hier Bluff. Ganz gut. Diplomatie auch ganz gut. Das sind halt Werte, die uns später zum Beispiel bei Gesprächen dann helfen. Einschüchtern haben wir 0. Aber gut, als kleiner Orleaner, da können wir nicht viel einschüchtern. Findigkeit. Überlebensgrundlagen. Aha. Gassenwissen. Geschichte haben wir auch 0. Religion. Die Sachen werden wir wahrscheinlich nicht leveln. Tiefblick. Es ist nicht immer einfach, eine Unterhaltung zu führen. Gesprächspartner können ausweichen, verlogen, verängstigt oder abgelenkt sein. Das ist auch wieder was fürs Gespräch. Überleben 3, das ist sehr schön. Ich dachte, wir haben hier, da oben. Mechanik, das ist wichtig. Das müssen wir als erstes dann noch ein bisschen fördern. Das sieht man schon. Fallenentschärfung, Schwierigkeit 1. Schlossknack, Schwierigkeit 1. Fallengenauigkeit plus 3. Hallo, zwei Weizen. Schöner Name. Gut, dann haben wir Heimlichkeit haben wir auch noch. Brauchen wir eigentlich nicht. Und Alchemie, aber Alchemie brauchen wir normalerweise auch nicht. Na gut. Wird schon irgendwie passen. Mach mal weiter. Go forth now, Watcher, as my herald. Know that I do not give you this title lightly. When the time comes, you will have the power to reveal the souls that cling to you. To open the gateway from the in-between to the waking world. Ah, da haben wir ja schon wieder eine mega große Aufgabe. Ich dachte, die Story wäre vielleicht jetzt etwas bodenständig. Und da ist unser Pet hier oben. Oh, da ist ja der Bär. Noch in Geisterform, aber das wird sich bald ändern, hoffe ich mal. Ich werde mal kurz mein Porträt zur Seite schieben. Ich hoffe, jetzt stürzt nicht alles ab hier. Weil ich da doch ziemlich in der Mitte bin. Das müssen wir eventuell hiernach dann sowieso nochmal anpassen. Wenn dann die Oberfläche da ist. Find Aethys. Learn his plans. When I have cause to talk to you, I will summon you. Na gut zu wissen, Bleiherr Ritter. With a quick gesture of her hand, you feel a sharp pain in what would be your chest. The pain continues, intruding deeper into your soul. Looking down, you see a small lump of darkness roiling within you. The darkness lingers there, but the pain abates and fades entirely within the span of a few seconds. A chime. Do not fear, Harold. It will not harm you unless you choose to cross me. I trust it will not come to that. Oh, das her gauntleted hand gestures to the dwarf, das war ja schon wieder eine Drohung hier. Es wird dich nicht verletzen, sofern du dich nicht entschließt, meine Pläne zu durchkreuzen. Ihr habt uns jetzt irgendwas eingepflanzt. Es geht ja schon wieder gut los. The dwarf nods, contorts his face with his odd smile, and gestures to a new door. Na dann, auf und davon, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Ruckeln wird noch ein bisschen besser. Das ist jetzt doch ein bisschen irritierend. Aiho.
Eihoi, wir sind vergnügt und froh. Jetzt kommen wir aufs Schiff. Wer sitzt denn da vorne? Oh, da liegen wir. Hallo? Der Eder bekommt am Arm Gänsehaut, aber scheint sich deiner Anwesenheit nicht bewusst. Ich spreche mal mit meinem Tiergefährten, wenn das geht. Spürst die Anwesenheit der Burgvogtin in der Büste, aber sie ist sich deiner nicht bewusst. Die ist offenbar gerettet worden von unserer Burg von Pillars of Eternity 1. Aber wie komme ich jetzt hier rein? Ah. Okay. Waren wir außer Gefecht gesetzt jetzt, quasi? The return to your body feels like waking after a fitful drunken sleep. The rocking of the ship sends pain jolting through your limbs. Crashing waves hammer inside your skull. Adair watches over your body with a glazed look, taking long, even tokes from his pipe. At the first movement of your chest, he starts. His gasp, mid-puff, sends him coughing and straining for breath. Und das sieht man jetzt auch. Jetzt nehmen wir auch schon die Pose ein, die wir hier vorhin gewählt haben. Und der Eder ist jetzt offenbar da, weil wir in der Vorgeschichte die eine Option gewählt haben. Die gute Option. Und da hat der offenbar überlebt. No, there's no way. You're awake. What are you doing awake? Ach, die Musik. Musik. How are you feeling? Me? You don't remember? Adair points at his face, which he seems to be arranging into his most recognizable expression. Received. I'm the captain of this boat, and I was real big back in Deerwood. Had this keep called Cadnua. I was famous. Moment, die Burg hat ja uns gehört. And I was what you'd call a watcher. I'd go around talking to dead folks and creeping out just about everyone who saw. He holds up his hands with fingers curled to mimic claws. You're just some farmer. Likes to follow me around. Take most of the beating for me when we get attacked. Okay, also wir sind offenbar nicht mehr die Person von Pillars of Eternity 1, sondern einfach jetzt nur ein Bauer, der ihm folgt. Don't worry, it'll all come back. Ach, jetzt hat er uns nur verarscht. Das gibt's ja nicht. Well, maybe it was you who was going around being jetzt. A creepy watcher. I get mixed up easily. But that fortress was mine. I remember that. Anyway, you didn't answer my question. How you feeling? Lebend. Alive is a big improvement. I hate to cast a pall over your recovery, but I'm afraid I have some bad news for you. Es war ja mal ein Thron, ne? Und jetzt ist einfach nur noch der Oberkörper da. The voice echoes from inside the bust. The remains of the steward of Cadnua. Cadnua has been destroyed. Aethys possessed the statue of Maros Nua and rose from the ground, consuming the souls of all nearby. Dieser Schuft. It is only by the exceptional strength of your soul that you survived. And even then, just barely. The further Aethys withdrew, the weaker you became. We chartered this ship and followed him to the Deadfire Archipelago. I know not how, but it seems he has retained a piece of your soul, and proximity to it has brought you back. Ich weiß. How could you know all that? You've been faking on us. He pokes at your shoulder with one finger. Hör auf, mich zu pieksen. Misfortune's brewing topside, we... Magrans fires the captain stirs. An older man with ale-sour breath rubs his bloodshot eyes and stares at you. Der alt Engrim. Engrim, the smell of drink on your breath could wake the very dead. Now what's this about?
pirates. They're demanding parley with you, Captain. I know this is asking a lot, but you better arm yourself and get on deck. Should be some gear in there. He indicates a nearby wardrobe. Alles klar. So, dann sind wir jetzt quasi auch schon direkt im Spiel. Und wir haben unseren Gefährten, den Wenzel, haben wir auch schon da. Kann rauszoomen. Ich kann weiter wie hier jetzt, kann ich nicht mehr reinzoomen. Aber selbst hier ist jetzt noch schön scharf. Das war im ersten Teil nicht so. Jetzt müssen wir quasi irgendwo im Schrank nachschauen. Da liegt jede Menge Zeug für uns drin. Ich nehme mal alles mit. Alright. Now make some use of it. Tutorial. Gegenstände ausrichten, ausrüsten. Sogar mit Tutorial-Video. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Also, was haben wir denn hier bekommen? Wir haben eine Kettenrüstung, mittlere Rüstung. Wir werden auch auf mittlere Rüstung gehen. Wir könnten theoretisch auch schwere Rüstung tragen. Aber man sieht es ja hier, Erholungsgeschwindigkeit plus 35%. Das heißt, die Zeit zwischen zwei Angriffen erhöht sich natürlich, je stärker oder je dicker unsere Rüstung ist. Und ich glaube mal, so eine mittlere Rüstung ist da ganz okay einfach für uns. Das heißt, wir tauschen hier mal aus. Den Rest können wir dann wahrscheinlich verkaufen. Wir haben Berats schwarze Glocke. Stellt Gesundheit wieder her. Das ist sehr schön. Die kommt in die Schnellauswahl. Und wir haben zwei Bögen. Einmal Kriegsbogen, 16 bis 23 Schaden. Und einmal Intellekt plus 2 Bogen. Der hat keinen anderen Namen. Intellekt plus 2, 2 Händig, 17, 29. Da ist ja überhaupt keine Frage, welchen Bogen wir hier nutzen. So, mehr haben wir aktuell leider noch nicht. Aber das muss erstmal reichen. Gut. Mit unserem Wenzel können wir leider nicht sprechen. Der ist hier unten. Hat 40 Gesundheit. Wir haben aktuell 42. Dann gehen wir mal raus, Wenzel. Und schauen mal nach, was da für Lärm ist. Well, what have we here? A little sloop? Lost and alone in the storm. Oh, das wird jetzt nicht mehr vorgelesen, das ist aber schade. Ein unwirscher, brutal aussehender Captain steht stramm vor seiner Mannschaft. Er mustert dich mit finsterem Blick. Sein Haar peitscht im Wind um seine Ohren herum. I'll be taking your ship now, if you don't mind. Das glaubst aber auch nur du. Especially if you do. Well, at least he asked. I am a gentleman of fortune. Im strömenden Regen zuckt der Kapitän mit den Schultern, bevor er dich mit einem langsamen, mörderischen Grinsen fixiert. Give her up easy, and I'll see you get a swift death. It'll be bloody and agonizing, sure. But at least it'll be quick. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir machen einfach eine unhöfliche Geste. Jeder lächelt, als hätte er gerade einen alten Freund gesehen. Kommt hier nochmal Tutorial rein. Du hast eine Reputation zu einer Gesinnung erlangt. Gesinnungen zeigen, wie deine Persönlichkeit von Personen in der ganzen Welt wahrgenommen wird. Selbst scheinbar üble Reputationen werden von einigen Personen geschätzt. Das hat es mir aber jetzt nichts angezeigt. Ich glaube, das müssen wir in den Optionen noch aktivieren. Always like that one. Sometimes I like the wiggle of the finger, like it's tickling. Oh, I like your spirit. Er lacht lange und laut über dem Lärm des heulenden Regens. Dann hört er abrupt auf und sein Gesicht wird zu einer Maske des Zorns. Jetzt hör auf zu labern und kämpf lieber. Listen up, mates. Lässt seinen Nacken knacken, als er sich an seine Mannschaft wendet. I'm off to spear me a bigger fish. One with sharper teeth like. I'm trusting you lot not to cock this up. Don't. Damage the sloop when you take it. Oh, okay, der verzieht sich jetzt auch noch und dann lässt er nur seine Gehilfen zurück. Play with the crew if you'd like, but don't bring me any prisoners. None that are alive. Gut. You heard, Benwith.
So, dann geht's jetzt los in den Kampf. Wer ist denn hier mit dabei? Irena? Beodul? Dann sind wir hier allein. Der Eder ist auch mit dabei, ich denke mal. Wir ziehen uns erstmal zurück. Und lassen unseren Bären nach vorne. So, Kampfeinführung. Ja, ja, das kennen wir ja alles. Mit den roten Kreisen müssen wir angreifen. Unser Bär greift auch schon an. Dann können wir jetzt hier mal verwundet... Wieso machst du denn das selber jetzt schon? Ah. So, einer ist schon hin. Das ging schnell. Dann alle mal auf den zweiten. Können wir nicht wirklich verlieren, offenbar.